Über 900 Stunden Arbeit, 20.000 Meter Kabel, 3 LKW Ladungen voll mit Pyrotechnik und ein Dreivierteljahr Planung. All das nehmen Armin Rieth und Rolf Ziezmann jedes Jahr auf sich, um die fast 4.500 Besucher der Schlaitdorfer Sommernacht zu beglücken. Zum 17. Mal fand auf dem Gelände der Sportvereinigung Germania e.V. in Schlaitdorf die Sommernacht mit Musikfeuerwerk und Open-Air-Disco statt. Kurz vor dem Feuerwerk hieß es Stopp am Eingang. Es bildete sich eine lange Schlange und die Leute hofften, noch rein zu dürfen. Die Kapazitätsgrenze war aber erreicht und somit konnte niemand mehr auf das Gelände. Wir haben ein paar Impressionen vom diesjährigen Feuerwerk zusammengestellt.